Gott, in meinem elektronischen Tagebuch geht es heute um die dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Ich war vor ein paar Tagen in Attaching, dem Ort, der platt gemacht werden soll, wenn die dritte Startbahn tatsächlich gebaut wird. Und ich habe persönlich gespürt, was es heißt, dort leben zu müssen. Was es heißt, täglich den Lärm erleiden zu müssen. Was es heißt, wenn die Kinder nicht draußen spielen können. Was es heißt, wenn noch mehr Natur dort zerstört wird. Und warum das Ganze? Für eine dritte Startbahn, die niemand braucht. Auch mit zwei Startbahnen kommen Sie heute am Münchner Flughafen, wohin Sie wollen. Sie können fliegen an jedes Ziel der Welt. Wir brauchen nicht noch eine unsinnige, teure dritte Startbahn. Und das Geld, was wir dort investieren, können wir in Bayern an vielen Stellen sehr viel besser gebrauchen. Für mehr Kinderkrippenplätze, für eine bessere Schule, für eine gute Breitbandversorgung in Bayern. Das sind die Sachen, in die wir investieren müssen. Und wir müssen auch für die Zukunft überlegen, was müssen wir, wenn der Klimawandel zunimmt, wenn wir weniger Energie haben, wie müssen wir dann wirtschaften? Und das ist sicher etwas anderes, als das Geld in die dritte Startbahn zu investieren. Wenn Sie in München wohnen, fordere ich Sie auf, am 17. Juni beim Bürgerentscheid in München wählen Sie die dritte Startbahn ab. 2 gewinnt.